Du hast dich schuldig gemacht, böswillig eine Frau angegriffen zu haben. Du hast die Frau deines Kapitäns angefallen und versucht, sie zu ermorden. Für dieses Verbrechen hast du die Strafe eines Verräters verdient. Darum werden dir die Ohren aufgeschnitten. Nein! Nein! Und die Zunge herausgeschnitten. Du wirst auf einer einsamen Insel ausgesetzt. Und du bekommst weder Nahrung noch Wasser, auf das du verrecken sollst. Gnade! Ich bitte euch, Gnade! Unterzeichnet Captain Clegg im Jahre des Herrn 1776. Sümpfe von Rumney. Ein flaches, ödes Land, das von stolzen, unabhängigen Menschen bewohnt wurde. Seine Küste blickt nach Frankreich. Und manche Schiffsladung Wein und Schnaps wurde den Steuereinziehern des Königs zum Trotz über das Meer geschmuggelt. Viele Spukgeschichten stammen aus diesem Winkel Englands. Aber an keine glaubte man so fest und keine war so unheimlich wie die von den Moorgespenstern, die in dunklen, nebligen Nächten umgingen und Furcht und Schrecken in die Herzen derer jagten, die ihre Wege kreuzten. Die Welt, das Land, dem ein Weg ist, was du lang vor mir.
Lieben Freunde, so geht es wahrhaftig nicht. Wir sind heute hier zusammengekommen, um unseren Herrn zu preisen und ihm für seine Gaben zu danken. Könnt ihr es wirklich nicht besser? Ich glaube doch. Oh, ich weiß, manche von euch meinen, dass sie wenig Grund zur Dankbarkeit haben, bei den drückenden Steuern, die euch belasten, und den Krieg mit Frankreich, der uns bevorsteht. Aber ihr irrt euch. Ihr habt eure Gesundheit. Ihr habt genug zu essen. Mehr als genug. Manchen von euch kann man das ansehen. Ihr habt Dächer über euren Häuptern, Holz für eure Feuer, eine neue Schule, einen Kirchenchor, der melodisch singt. Manchmal. Und das Beste von allem, ihr brauchtet keine königlichen Truppen bei euch aufzunehmen. Also, meine Freunde, lasst uns den letzten Vers singen. Nein, die zwei letzten Verse. Und dieses Mal wollen wir dem Herrn aber wirklich zeigen, wie dankbar wir sind. Bitte, Mr. Mips. Wir haben noch eine gute Stunde Zeit. Ja, es heißt, ihr Pfarrer hört seine eigene Stimme gern. Die hörten, dass die Kinder Israel in Mizpah zusammengekommen waren, zogen die Fürsten der Philister hinauf wider Israel. Als das nun die Kinder Israel hörten, fürchteten sie sich vor den Philistern. Und die Kinder Israel sagten zu Samuel: Lass nicht ab, den Herrn, unseren Gott, anzurufen, dass er uns errette aus der Philister Hand. Und als Samuel das Brandopfer darbrachte, nahten die Philister, um Israel zu vernichten. Aber da kam der Herr zu Hilfe und ließ einen großen Donner auf die Philister niederfahren und erschreckte sie sehr. Das scheint ja der richtige Moment zu sein, Basen. Ich möchte wissen, warum wir nicht einfach auf der Straße hergekommen sind. Basen sagt, auf der Straße könnten sie uns leicht beobachten. So überrumpeln wir sie. Aha. In Ordnung. Also vorwärts. So, jetzt wollen wir den Choral 291 singen. Und kräftig und laut, auf dass der Herr euch höre. Also, Basen. Ihr wisst, was wir suchen. Fangt an mit der Arbeit. Brennen und Smee raustreten. Ich gehe in die Kirche und pass auf, dass kein Schäfchen den Stall verlässt. In Ordnung, Sir. Alles klar? Ja. Ah, guten Morgen, meine Herren. Wir öffnen erst nach der Andacht. Wer sagt das? Ich sage das. Mr. Rash, unsere Freunde sehen durstig aus. Machen Sie doch mal eine Ausnahme. Gut, was wollen Sie? Brandy. Ich schenke nur Bier aus. Haben Sie keinen Wein? Wenn Sie Französischen haben wollen, den gibt's hier nicht. Der Zoll ist so hoch für uns. Keinen Wein also. Wollen wir doch gleich mal sehen, Leute. Sieh mal einer an. Sowas habe ich mir schon immer gewünscht. Wie heißt du denn, schönes Kind? Mein Name ist Imogen. Das ist aber eine Überraschung. Ich kannte auch mal eine Imogen. 2 Jahre war ich hinterher, aber ich hatte kein Glück mit ihr. Sie gab mir einen Korb. Na und, vielleicht mochte sie ihre Grobheit nicht. Die Imogen schon, sie war ein Dreimaster. Ein Piratenschiff, mein Junge. Sie führte die schwarze Flagge von Captain Kleck. Sein Grab ist hinter unserer Kirche. Captain Kleck, sein Grab ist hier. Na, von mir aus, mit dem könnt ihr nicht viel Staat machen. Amen.
Ich bin voreilig gewesen. Die Truppen des Königs sind doch zu uns gekommen. Wenn Sie am Gottesdienst teilnehmen wollen, Captain, sind Sie mehr als willkommen. Aber würden Sie so liebenswürdig sein, Ihre Kopfbedeckung abzunehmen? Das würde ich tun, wenn ich im Dienst meines Schöpfers hier wäre. Aber das bin ich nicht. Als Diener des Königs behalte ich Sie auf. Für heute hatte ich folgende Predigt vorbereitet. Mein Herr und Vater sei bedankt, dass du meine Hand im Streite führst und mich zu kämpfen lehrst. Ich glaube jedoch, unter den gegebenen Umständen wäre es wohl etwas unangebracht. Deshalb möchte ich für heute den Gottesdienst beenden und bitte euch, geradenwegs nach Hause zu gehen. Also da war erstmal nichts. Macht euch an die Arbeit, hat er gesagt. Wo denn? Bis jetzt habe ich nur Blasen an den Füßen und Splitter in den Fingern. Mein Herz blutet vor Mitleid. Und wer bezahlt mir den Schaden? Sie natürlich, Mr. Resch. Als ehrlicher Steuerzahler verurteilen Sie doch auch die Schmuggelei und sind dankbar, wenn sie aufhört. Sie müssten doch zufrieden sein. Die zweite Gruppe ist da, was? Gut, Sir. Wir haben hier nichts gefunden. Was ist da oben? Mr. Resch? Es muss doch hier was versteckt sein. Oder der Spitzel Ketch hat gelogen, Captain. Er hätte nicht gewagt zu lügen. Gut, Bassen, holen Sie Ihren Spürhund. Gut, Captain. Nehmt ihm die Fesseln ab. Und was ist das? Der Wirt behauptet, er hat keinen französischen Wein. Ihr beiden, komm mal her. Bisschen schnell. Was ist das? Sieht aus wie eine Falltür, Captain. Das sehe ich auch, aber was ist da unten? Der Keller, was denn sonst? Wieso ist der Eingang zugedeckt? Weil er sonst stört. Gehen Sie runter. Hier gibt es keine Geheimnisse, Captain. Nur Öl für die Lampen, Teer für die Netze und sowas. Was ist da drin? Weißer Lack. Für die Boote. Ist es nicht vielleicht holländischer Gin? Nein. Macht es auf. Niemand belügt Sie, Captain. Sehen wir mal nach. Wirklich, Lack? Weißer Lack, Captain. Hat jemand etwas anderes gesagt? Lebt hier ein Mann, der Ketch heißt. Kennen Sie ihn? Sie meinen wahrscheinlich Tom, hm? Bringen Sie mich zu ihm. Das wird der Moment. Bringen Sie mich zu ihm, ohne Widerrede. Wie Sie es wünschen. Nach Ihnen. Dort bitte, Captain. Haben Sie was erfahren? Ja, wie weißer Lack schmeckt, aber damit werden Sie nicht zufrieden sein. Wann seid ihr endlich fertig? Wir müssen das verdammte Zeug schnellstens loswerden. Sie kommt. Es wird Sie interessieren, dass ich selbst jahrelang auf See war. Dreimal bin ich um die Welt gesegelt. Als Pirat, hm? Immer misstrauisch, was, Captain? Nein, nein, ich war Zimmermann. Inzwischen habe ich mich auf Särge umgestellt. Es ist vielleicht etwas ruhig nach dem fröhlichen Leben auf See, aber es hat auch seine Vorteile. Was ist da unten? Das ist nur meine Werkstatt. Aber soviel ich weiß, sind Sie hergekommen, um Tom Ketch kennenzulernen, nicht wahr? Tom! Sie brachten ihn heute Morgen, ich habe ihn noch nicht zurechtmachen können. Aber gestern lebte er noch. So ist es. Wie ist das geschehen? Er hat sich im Moor verirrt und ist in einen Tümpel gefallen. Der Squire hat ihn bei seinem Morgenritt gefunden. Squire Cobtree. Wie ist er umgekommen? Dr. Pepper ist der Ansicht, dass er eines natürlichen Todes gestorben ist.
Aber wenn man den armen Burschen so ansieht, scheint es eher Schreck gewesen zu sein. Wohl mehr ein unnatürlicher Tod, nicht wahr? Was soll das bedeuten? Das wissen wir auch nicht. Wir haben ihn nicht mehr fragen können. Vielleicht sah er die Moorgespenster. Die was? Ich meine, die Moorgespenster. Die meisten wollen ja nicht daran glauben. Sie sagen, sowas gibt's nicht. Der Ansicht sind sie allerdings bloß tagsüber. Sollten sie von ihnen verlangen, dass sie mal nachts über das Moor gehen, dann haben sie auf einmal eine Menge wichtigerer Dinge zu tun. Sie machen das Licht aus und schließen sich ein. Als Weibergeschichten. Naja, sie müssen es ja wissen. Sie sagten, der Squire hat ihn gefunden? Ja. Wo finde ich ihn? Er wird noch in der Kirche sein und beten, wenn ich sie dahin begleiten soll. Sie können hier bleiben. Wie Sie wünschen. Danke, Freundchen. Sind Sie verrückt geworden? Warum mussten Sie den Kerl hier hereinlassen? Ich wollte, dass er jemandem die letzte Ehre erweist, dem Schwein, das uns verraten hat, Tom Ketch. Jetzt will er den Squire suchen. So schnell wird er nicht zurückkommen. Das Zeug muss schnellstens weg. Moment mal, das ist echt Buche. Ich gebe meine Särge gern für eine gute Sache her. Aber nicht, wenn Sie dabei draufgehen. Wundervolle Maserung. Schüttet den Schnaps in die Bucht, zerhackt die Fässer und verbrennt sie. Auf wessen Befehl geschieht das, Mr. Rash? Auf meinen Befehl. Aber wir sollten doch noch warten. Wollen wir vielleicht so lange warten, bis wir den Strick um den Hals haben? Weg damit. Mr. Rash! Seit wann haben Sie hier zu befehlen? Ich habe gedacht, es wäre besser... Es wäre besser, wenn Sie nicht denken. Ich denke hier für euch alle. Ist das klar? Entschuldigung. Hier befehle ich und kein anderer. Die Ware wird auf die übliche Art geliefert, um Mitternacht. Und wenn man uns beobachtet? Vielleicht sind die Soldaten dann schon weg. Aber was machen wir, wenn Sie noch hier sind? Das ist so riskant. Es interessiert mich nicht, ob Sie das riskant finden, Mr. Rash. Sie tun, was ich sage. Sie haben lange genug mitgemacht. Wir alle müssen das Risiko tragen. Er hat gut reden. Er hat immer das meiste dabei herausgeholt. Da mögen Sie schon recht haben, aber jedes Mal nahm er seinen Anteil und kaufte davon Essen für die Hungernden und Kleidung für die Frierenden. Schon gut, Mr. Mips. Hört zu. Sorgt dafür, dass niemand von den Einwohnern den Soldaten Quartier anbietet. Sie dürfen hier keine Unterkunft finden. Gut, Sir. Merkt euch. Keine Gewaltanwendung. Ja, Sir. Jawohl. Mr. Rash! Schon gut, Sir. Dann antworten Sie gleich. Mitternacht also. Jetzt hat es Ihnen aber ganz schön gegeben, was, Mr. Rash? Oh. Ah, keine Gewaltanwendung. Ah, Captain, bewundern Sie unsere Kirche? Und Sie haben auch den Hut abgenommen. Sind Sie nicht mehr im Dienst des Königs? Ich suche nach Mr. Cutray und außerdem muss ich für meine Männer noch Quartier beschaffen. Doch nicht hier in der Kirche. Nein, nein. Aber Sie kennen sich hier besser aus. Ach so, sind Sie schon im Gasthof gewesen? Sie werden doch wissen, dass der Gasthof nur ein Zimmer hat. Und das haben Sie sicher schon gemietet, aber es reicht kaum für alle aus, nicht wahr? Da wäre dann noch Mrs. Wagstaff. Nein, nein, das geht nicht. Sie hat ja jetzt schon 13 Kinder, da ist inzwischen auch kein Platz mehr. Es wäre wohl auch etwas zu laut für Sie, nicht wahr? Würden Sie das eine Sekunde halten, Kelly? Ja, danke schön. Dr. Pepper hat ein Zimmer übrig. Ach, warten Sie mal, er hat in der letzten Zeit ein paar scheußliche Pestfälle behandelt. Sein Haus könnte ich auch nicht empfehlen. Tja, ich glaube, das Gasthaus ist alles, was wir zu bieten haben. Danke sehr. Ja, das Beste wäre zweifellos, wenn Sie Ihren Männern befehlen, zum Schiff zurückzumarschieren und Sie morgen früh wiederkommen lassen. Wir bleiben heute Nacht in Dymchurch. Was Sie sagen? Möchte wissen, wo? Er scheint euch ganz schön um die Welt gejagt zu haben. Allerdings. Hier ist der Squire Cotton. Was ist denn? Sir Anthony, dieser Herr hier hat Sie gesucht. Darf ich vorstellen, Captain... Collier, Captain Howard Collier, zu Ihren Diensten, Sir. Collier? Versenkten Sie die französische Fregatte Lion d'Or an der Mündung des St. Lawrence? Sie haben von mir gehört. Ja, selbstverständlich. Ich glaube, Sie unterschätzen uns. Warum sollten wir unsere Nationalhelden nicht kennen? Sir Anthony, wir haben gerade darüber gesprochen, wie Sie hinter diesem Kerl her gewesen sind. Captain Fleck, Sir. Captain Fleck. Hier ist dieser Halunke also gelandet. Mhm. Ja, wahrhaftig, dem habe ich das Leben ganz schön schwer gemacht. Aber Sie haben ihn doch nicht erwischt, Captain. Ja, leider nicht, aber woher wissen Sie das? Er wurde in Reihe gehängt. Ich gab ihm selbst die Sterbesakramente. Sterbesakramente? Er wird am Ende doch wohl nicht seine Sünden bereut haben? Er starb als Christ. Ich erhielt die Erlaubnis, ihn hier in Dymchurch beerdigen zu lassen. Wenn ich ihn erwischt hätte, wäre es ganz anders gekommen. Ich hätte ihn hängen und vierteilen lassen, in aller Öffentlichkeit. Das glaube ich Ihnen gern, aber schließlich haben Sie ihn nicht erwischt. Also ich reite jetzt nach Hause. Sir Anthony! Ich erwarte Sie zum Abendessen, Bliss. Mit Vergnügen, danke, danke. Ich muss Sie unbedingt sprechen. Nicht jetzt. Es ist sehr wichtig. Ach, meinetwegen. Kommen Sie auch zum Essen. Im Gasthof. Pünktlich um 8. Es ist mir eine Ehre, Sir. Werde ich Sie und Ihre Männer bei der Abendandacht sehen, Captain? Sie beginnt um 7 Uhr. Das muss ich leider bezweifeln. Soldaten haben andere Gewohnheiten, um die Seligkeit zu finden. Was glotzt du denn so? Den Knoten kann ich auch finden. Willst du auch mal zur See gehen, mein Junge? Ach was, ich werde Henker. Ich hänge sie auf
und schneide sie wieder ab. Vielleicht werden wir hier bald etwas für dich zu tun haben. Habt ihr jetzt genug gesehen? Wenn es Ihnen recht ist, misse ich gern noch ein bisschen mehr. Imogen, meine Frau will dich sprechen. Ja, Mrs. Resch. Sieh mal draußen nach, ob noch genügend Startbier da ist. Oh, Harry. Ich will nicht, dass du immer hierher kommst. Magst du mich nicht mehr? Nein. Du bist der Sohn des Squire und sollst dich nicht hinter dem Gasthaus rumtreiben. Und nicht hinter den Kellnerinnen herlaufen, meinst du wohl? Das hast du mir oft genug gesagt. Das ist nicht gut. Dann gehen wir wieder rein. Nein, bitte nicht, bleib. Wenn Mr. Resch dich sieht, ich weiß nicht, was er mit mir macht. Ist er grob zu dir? Nein. Aber er kann mich fortjagen, wenn er will. Er ist ja immerhin mein Vormund. Wenn er wüsste, dass wir uns heimlich treffen. Das macht nichts. Harry, gib mir warum das wieder. Warum soll er etwas gegen mich haben? Harry. Wenn ich dich heirate, der Sohn des Squire. Mich heiraten. Mhm. Imogen? Ich heirate dich so bald wie möglich, das weißt du doch. Das sagst du dauernd. Ich liebe dich sehr. Ja, ja, das sagst du auch dauernd. Und dass du mich heimlich heiratest, wenn es dir verbietet. Daraus wird doch nichts werden. Doch, wart es nur ab. Lass uns hier weggehen. Irgendwohin, wo niemand weiß, wer wir sind. Und keiner was fragt. Wart es nur ab. Warum tun wir es nicht? Weil ich nicht kann. Vielleicht bin ich in Gefahr. Ich verstehe nicht. Imogen, wo bleibt das Bier? Bitte geh, er darf dich nicht sehen. Heute Abend? Ja, vielleicht. Solltest du dich nicht beeilen? Ich komme ja schon, Mr. Resch. Moment mal. Ist eben jemand bei dir gewesen? Nein, natürlich nicht. Niemand. Wo bleibst du denn so lange? Der Squire ist hier und hat ein paar Gäste mitgebracht. Bring das Team rein und beeil dich. Oh, sehr schön. Taubenpastete. Es überrascht mich immer, wie Mrs. Resch es schafft, so viele Tauben unter eine Kruste zu bringen. Sie lebt in Dymchurch. Und was sich hier so unter der Decke tut, würde manchen überraschen. Ach, Resch, bringen Sie den Madeira und öffnen Sie eine Flasche Chateau Lafite. Das habe ich mir bereits erlaubt, Sir Anthony. Sehr schön. Einen Moment, Mr. Resch. Sagten Sie mir nicht, dass Sie hier keinen Wein haben? Das stimmt, Sir. Aber Sir Anthony hat immer ein paar Flaschen für seinen Privatbedarf hier. Und ein prächtiger Wein ist es außerdem. Und prächtige Steuern bringt er. Hm. Sollte er bringen. Zum Teufel, was soll das heißen? Wollen Sie vielleicht meine Abrechnungen sehen? Ich glaube, das kriegt er fertig. Aber, Sir Anthony, das war nur ein Kompliment für Ihren guten Geschmack. Vielleicht probieren Sie auch von meinem kleinen Vorrat, wenn Sie lange genug bleiben. Aber gern, mit Vergnügen. Wo warst du? Du kommst zu spät. Entschuldige bitte, Vater. Beantworte gefälligst meine Frage. Wo bist du gewesen? Das haben Sie draußen liegen lassen. Ich hatte noch etwas zu erledigen, Vater. Ja, hinter dem Mädchen herlaufen. Aha. Mein Sohn. Das ist ein Freidenker. Jedem das Sein und all solchen Blödsinn. Und von mir hat er das bestimmt nicht gelernt. Was halten Sie davon? Verrückte Ideen und Weibergeschichten. Sie sollten dankbar sein, dass er ein Auge für Frauen hat. Die Capris könnten etwas Schönheit in ihrer Familie gut gebrauchen. Was ist los, Basen? Wo soll ich die Männer unterbringen, Sir? Habt ihr noch kein Quartier? Es ist nichts da. Im ganzen Ort ist kein leeres Zimmer aufzutreiben. Soll ich mit den Männern aufs Schiff zurückgehen? Ist sicher das Beste. Halt, bleiben Sie noch. Was für Männer sind das, Captain? Der Abschaum der Menschheit. Was? Bessere Männer sind Ihnen bisher wohl kaum begegnet. Schön, aber das Quartier bei mir ist nicht bequem. Sie sind nicht anspruchsvoll. Und dann können Sie bei mir in der Scheune schlafen. Oh. Na, gleich bei der Kirche, nicht zu verfehlen. Erledigen Sie das, Basil. Sofort, Sir. Ungeschickt von mir. Ich werde mal zu Mrs. Resch in den Schankraum gehen. Sie hat vielleicht heißes Wasser. Entschuldigen Sie mich bitte. Danke sehr, Imogen. Ich danke Ihnen, Sir Anthony. Gut, ich mach das schon einen Moment. Komm, komm, ein Schluck. Jetzt musst du uns aber was vorsingen. Wir wollen doch nicht singen. Wir wollen nicht die Worte hören. Nur die Melodie. Los, fang an zu spielen. Hey, was willst du denn von mir? Los, eins, zwei und drei. Hör auf, lass ihn zufrieden. Gib mir ein Kuss, Lisa. Ich verstehe
verstehe nicht, was kann bloß in den armen Teufel gefahren sein? Er ist sonst sanft wie ein Lamm. Was war denn los, Bliss? Ich bitte um Verzeihung. Lassen, was war los? Ach, nichts, lassen Sie nur. Einer Ihrer Leute war wohl betrunken. Unser Bier ist vielleicht zu stark für Sie. Bitte bemühen Sie sich doch nicht. Es ist alles in Ordnung. Soll ich die Männer ins Quartier bringen? Ja, desto besser scheint mir. Ja, marschieren Sie ab. In Ordnung, Sir. Kommt, ihr besoffenen Wasserratten. Raus mit euch allen. In die Scheune. Schlaft euch aus. Die Kerle taugen alle nichts mehr. Sowas wäre früher nicht möglich gewesen. Na gut, dann wollen wir wieder reingehen und weiter essen. Gehen wir. Sir Anthony, soviel ich hörte, haben Sie die Leiche von Tom Ketch heute früh im Moor gefunden. Na und? Wissen Sie, woran er gestorben ist? Dr. Pepper meint, es war Herzschwäche. Und er muss es als Arzt ja wissen. Warum sollte ich mir wohl den Kopf darüber zerbrechen? Noch Portwein, Bliss? Nein, Herzschwäche. Hat er daran gelitten? Weiß ich, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich verstehe nicht recht, was Sie mit Ihren Fragen bezwecken. Der Captain tut nur seine Pflicht, Sir Anthony. Dann soll er sich auch gefälligst seines anderen Tons bedienen. Warum sind Sie an diesem Ketch so interessiert, Captain? Ich kann's ja sagen, schlimmer kann's für ihn nicht mehr kommen. Es war Ketch, der mir von merkwürdigen Vorgängen hier in Dymchurch berichtete. So, was für Vorgänge? Schmuggel. Ach, sollte hier geschmuggelt worden sein, hätte ich es wissen müssen. Schließlich bin ich hier der Polizeirichter. An welche Todesursache dachten Sie denn, Captain? Danke sehr. Ich weiß auch nicht. Man wollte mir einreden, er wäre von Geistern gejagt worden und vor Schreck gestorben. Durch Moorgespenster. Moorgespenster, Geister. Aberglauben. Sie wissen wohl nichts von den Romney-Moorgespenstern, Captain. Ich halte nichts von Gruselmärchen. Oder glauben Sie etwa an sowas? Würden Sie einen Albatros töten oder an einem Freitag in See stechen? Nein, das würde ich nicht, aber... Das ist Ihr Aberglaube, Captain. Hat denn jemand von Ihnen diese sogenannten Moorgespenster gesehen? Sie, Squire? Oder Sie, Vicar? Ich kenne viele Männer, die Sie gesehen haben und auf deren Wort ich mich verlassen kann. So, ich bin Ihnen begegnet. So, wann denn? Wie sahen Sie denn aus? Sie sahen unheimlich aus. Ihre Pferde bewegten sich ohne das geringste Geräusch. Sie schienen über den Boden zu schweben. Ihre Gesichter sahen grausig aus. Sie glühten, als ob sie brannten. Wie viele waren es? Ein Dutzend oder mehr, es ist schwer zu sagen, Vater. Sie kamen vorbei und verschwanden. Ich weiß, warum sie verschwanden, weil sie nur in ihrer Fantasie vorhanden gewesen sind. Wenn Sie sie sehen, vergeht Ihnen das Lachen. Wenn ich sie je sehe, trinke ich keinen Wein mehr, nur noch Wasser. Wenn Sie erlauben, möchte ich mich verabschieden und nach meinen Leuten sehen. Gute Nacht. Hier, Mr. Barth, ich bringe Ihnen was. Ja, danke, mein Junge. Hier, gib ihm das. Ist er nicht ein putziges Kerlchen? War er schon immer stumm? Der arme Kerl hat Captain Kleck verraten. Den Piraten? Nicht klug von ihm. Er soll Klecks Frau überfallen haben. Darum haben sie ihn auf einer einsamen Insel in der Südsee ausgesetzt. Aber wir waren Kleck hart auf den Fersen und konnten ihn deshalb befreien. Dein Glück, was, mein Alter? Ist er immer so schrecklich? Nein, meist ist er ganz friedlich und vernünftig. Aber heute muss ihm was furchtbar aufgebracht haben. Er ist ganz anders als sonst. Halsmaul! Siehst du, vor dem Feuer hat er Angst, mein Junge. Irgendetwas an dir scheint ihm nicht zu gefallen. Bei manchen Münzen spielt er verrückt. Und in dem Zustand hat er Lust, dir die Kehle durchzuschneiden. Oder dir alle Knochen zu zerschlagen. Also die Einheimischen glauben wirklich an diese Moorgespenster, Mr. Bliss. Die Menschen hier sind sehr fromm, doch sie fürchten die Mächte der Finsternis. Aber Sie als Pfarrer werden doch nicht daran glauben. Ich glaube an die Macht des Guten und Bösen. Gute Nacht, Vicar. Gute Nacht, Mr. Bliss. Captain. Natürlich weiß ich, dass es seltsame teuflische Kräfte gibt, deren Macht ein Sterblicher nicht zu erklären vermag. Das Beste ist, sie nicht zu reizen. Ich hab sie gesehen. Ich hab sie gesehen. Was für ein Himmelswillen? Die Moorgespenster. Sie kam so nah vorbei, ich hätte sie berühren können. Sie berühren können, ja. Sie waren so nah wie Sie jetzt, Sir. Das werde ich nie im Leben vergessen können. Wo haben Sie getroffen? Im Dorf? Im Dorf? Nein, es war draußen. Auf dem Moor sind Sie. Die Moorgespenster. Sie haben mich bedroht. Wo ist das gewesen? Wo? In welcher Himmelsrichtung, meine ich? Das kann ich nicht genau sagen. Denken Sie nach. Wo war es? Quälen Sie doch den armen Menschen nicht. Draußen, weit draußen. Wie weit? Antworte! Oh, es war ganz schön weit, ein paar Kilometer, vielleicht auch mehr. Sie sehen aus wie tot. Ihre Knochen glühen. Wenn Sie jetzt genug wissen, Captain, werde ich diesen armen Mann mit zu mir nach Hause nehmen. Nein, er kommt mit mir. Er soll uns zu diesen verdammten Moorgespenstern führen. Lassen Sie ihn in Ruhe, er hat einen Schock. Ein Spaziergang über das Moor wird ihm nicht schaden. Kommen Sie! Im Namen des Herrn, Captain! Im Namen des Königs kommt er mit mir. Gute Nacht, Picard. Sie führen mich in den Tod! Kommen Sie! Träumt was Schönes, Freunde! Zeug kitzelt ja verflixt. Na komm, mein Junge, leg dich endlich hin. Alles aufstehen! Draußen antreten! Beeilt euch, ihr faulen Knochen, hört auf zu schnarchen! Alles draußen antreten! Was denn los? Wir werden einen schönen langen Spaziergang durchs Moor machen, das ist gesund für euch. Und jetzt ein bisschen Tempo! Los, los, alles raus hier! Schlaf dich ein, leg die Beine hoch! Immer mit der Ruhe! Was ist denn mit dir? Du kannst noch schlafen. Welche Richtung? Dort entlang. Ich gehe voran. Rechts, komm. Vorwärts. Sind Sie bereit, Mr. Mips? Ja, alles klar. Wir müssen uns beeilen.
glaube, dann wären wir soweit, Mr. Rash. Sie sind auf dem Marsch, Vorsicht. Guten Abend, Captain. Noch bei der Arbeit, Mr. Mips? Ja, diese kühlen Nächte sind gut fürs Geschäft. Und wenn ihr euch im Moor verirrt, wird es nur noch besser werden. Ihr vorlautes Geschwätz wird uns noch an den Galgen bringen. Ich wollte mich nur informieren, Mr. Rash. Sie sind schon weg. Warten Sie, ich muss Sie sprechen. Warum? Was habe ich getan? Noch nichts, aber Sie sind mir zu unruhig. Ich fürchte, Sie gefährden unsere Organisation. Sie verlieren die Nerven. Ich habe die Soldaten nicht gern auf dem Hals, deshalb. Ihnen ist wohl eine Schwinge um den Hals lieber. Das blüht uns ein, wenn Sie nicht aufpassen. Ich muss zu den anderen. Sie werden heute Abend zu Hause bleiben. Warum? Ich habe immer meine Pflicht getan, das wissen Sie. Kommen Sie morgen Abend zum Jens Pfarrhaus. Dann sind wir sicher. Natürlich, hier sind erst die Ausläufer des Moores, wissen Sie? Wenn Sie erstmal mittendrin sind, sieht es natürlich ganz anders aus. Da dürfen Sie keinen Schritt vom Wege abkommen, sonst sind Sie erledigt. Ja, sechs Männer haben wir vergangenes Jahr verloren und nur, weil sie nicht aufgepasst haben. Und das Jahr davor... Passen Sie nur auf, dass wir auf dem Weg bleiben, denn wenn wir draufgehen, haben Sie auch nichts mehr zu lachen. Sind wir überhaupt auf dem richtigen Weg? Aber natürlich, Captain. Wie weit müssen wir noch? Na, das wird noch eine Weile dauern. Jetzt haben Sie wohl keine Angst mehr vor den Moorgespenstern, was? Das liegt nur daran, weil ich genau weiß, wie weit Sie noch von uns entfernt sind. Außerdem bin ich ja in Gesellschaft. Also voriges Jahr da... Halt! Bringt den Mann zu mir. Wie weit noch? Sehr weit ist es nicht mehr, Captain. Ich will jetzt genau wissen, wie weit es noch ist. Vielleicht einen Kilometer, vielleicht zwei. Sie wissen es wohl nicht genau. Ich kenne mich hier kaum aus. Aber diesen Weg sind Sie doch vor 2 Stunden gekommen. Oder etwa nicht. Aber ich... Ich hatte... Dort hinten! Die Moorgespenster, dort sind sie! Ich lasse mich nicht gern an der Nase rumführen. Wo ist Ihr Messer? Haltet deine Ohren! So, stimmt es, dass Sie uns in die Irre führen wollten? War das Ihr Auftrag? Wir sollten Ihren Schmugglerfreunden wohl nicht über den Weg laufen. Nein. Doch jetzt zeigen Sie uns, wo Ihre Freunde stecken, nicht wahr? Das darf ich nicht tun. Basen, schneiden Sie ein Ohr ab. Nein, habt doch Mitleid mit mir. Tun Sie jetzt, was ich sage? Ja, ja, ja. Welcher Weg? Basen, bleiben Sie hinter ihm. Ein Pass Brandy nach Maidstone, eins nach Canterbury, eins nach Tenbridge. Pferde sind da.
eine große Lieferung Fässer und Flaschen für Sie. Sie werden zufrieden sein. Beeilt euch, Leute, wir müssen hier fort. Ich habe gehört, dass Soldaten unterwegs sind. Ja, aber ich habe sie ins Moor locken lassen. Hoffentlich kommen sie nicht zurück. Seien Sie vorsichtig, da gibt es kein Dummkopf. Sie macht schnell, Freunde. Es ist schon spät. Los, eilt euch! Ist es das da drüben? Ja, da ist es. Wir haben ein Zeichen gegeben. Hey, die Vogelscheuche. Na und, was ist mit der? Die habe ich vorhin schon im Moor gesehen. Das ist bestimmt dieselbe. Stellt die Mühle. Los, Mann. Hey, die Vogelscheuche, sie bewegt sich. Tatsächlich? Wenn ich es euch sage, sie hat sich eben bewegt. Blut. Guten Morgen, Captain. Ein kleiner Morgenspaziergang. Ich bin auch ein Frühaufsteher. Hätten Sie Lust mit mir zu frühstücken? Ich glaube, es gibt Nieren und Schinkenspeck. Machen Sie weiter. Danke gern. Die Tür ist nicht verschlossen. Kommen Sie rein. Los, Leute, vorwärts! Ich komme gleich runter. Auf Wiedersehen. Es gibt nichts Schöneres, als früh aufzustehen. Ich war, Captain. Kommen Sie herein. Kommen Sie herein. Na, bitte. Na also, was habe ich gesagt? Nieren und Schinkenspeck. Köstlich. Kommen Sie, bedienen Sie sich, bitte. Vielleicht etwas Kaffee zuerst. Wie haben Sie die Nacht verbracht? Wie bitte? Ach, ungewöhnlich gut, danke. Und Sie? Ach, Sie waren ja unterwegs und haben die Moorgespenster gesucht. Sind Sie etwa jetzt erst zurückgekommen? Ja. Da müssen Sie aber lange marschiert sein. Erfolg gehabt? Ja und nein. Das ist ja sehr aufschlussreich. Nehmen Sie Sahne. Was haben Sie gefunden? Eine Vogelscheuche, die blutet. Warum haben Sie gestöhnt, als ich den Arm berührte? Es war nicht wegen des Arms, Sie haben mir auf den Fuß getreten. Captain! Was ist? Captain Collier, passen bitte, Sie sofort zu kommen. Es ist dringend. Verzeihen Sie bitte, Picard. Guten Tag, guten Tag. Kommen Sie frühstücken, Harry. Sie haben es verdient. Und lassen Sie sich lieber schnell die Stiefel putzen. Er muss ihn von hinten überfallen haben, der Schweinehund. Dann hat er das Messer genommen und ist weggelaufen. Tja. Lass mich los! Mach dich doch nicht so! Nein! Was zum Teufel?
denn passiert? Löschen Sie das Feuer! Was gibt's denn, Sir? Ihr Mulatte ist bei mir eingebrochen. Smee, Basen soll ihn suchen. Schnell. Ich werde den Mann festsetzen lassen. Ich möchte wissen, was er bei Ihnen gesucht haben mag. Wenn Sie ihn erwischt haben, fragen Sie. Leider kann er nicht antworten. Captain Clegg hat ihm die Zunge herausschneiden lassen. Sollen wir Sie nach Hause bringen? Sie haben Ihre Brille verloren. Es geht schon. Danke, Captain. Nein, danke schön. Gute Nacht. Gute Nacht. Lass uns weit fortgehen, von hier weit fort, damit wir ein neues Leben beginnen können. Ich kann nicht fort von hier, Imogen. Jetzt noch nicht. Aber du hast mir doch fest versprochen, dass du mit mir weggehen willst. Willst du das nicht mehr? Doch, Imogen. Ja. Wir bleiben nicht hier. Aber erst muss ich mit jemandem sprechen. Ist es dein Vater? Nein, nicht mein Vater. Wer denn? Harry, bitte sag es mir. Imogen, du vertraust mir doch. Das weißt du doch. Das habe ich immer getan. Dann vertraue mir auch weiterhin. Wenn es sein muss. Resch! Gehen Sie aus meinem Zimmer. Zuerst bekommst du einen Gute-Nacht-Kuss und dann bekommst du eine Geschichte zu hören. Die Geschichte der kleinen Imogen. Wie heißt du? Das wissen Sie doch, Mr. Reisch. Ich weiß nur, was der Vikar mir berichtet hat. Er sagte, dein Vater war ein braver Captain, der von See nicht zurückgekommen ist. Das war auch so. Aber einen ehrlichen Seemannstod starb er nicht. Du bist die Tochter eines ganz gemeinen Piraten, der auf Befehl des Königs gehängt wurde. Das glaube ich Ihnen niemals. Hier ist der Beweis. Dein Vater war Captain Clegg. Oh. Jammere nicht, meine kleine Piratentochter. Ich hüte dein Geheimnis. Bin ich dir bisher je zu nahe getreten? Ich habe meine wahren Gefühle dir gegenüber immer verbergen müssen. Imogen! Imogen! Imogen. Mr. Bliss, ich muss Sie sprechen. Komm herein. Was ist passiert? Stimmt es, dass mein Vater Captain Clegg ist? Wer hat dir das gesagt? Mr. Rush. Ja, es stimmt. Bist du verzweifelt darüber? Etwa wegen Harry? Wir wollten bald heiraten. Ah, und jetzt befürchtest du, er würde dich verlassen. Meine kleine Imogen, du unterschätzt ihn, glaube ich. Mein Vater ist gehängt worden. Er war ein Feigling, ein Verräter. Nein, das ist nicht wahr, Imogen. Clegg war böse, aber er war weder ein Feigling noch ein Verräter. Setz dich. Er hat die britische Marine über 10 Jahre lang zum Narren gehalten. Das verzeiht man ihm nicht. Der König hatte ihm freies Geleit angeboten, wenn er eine feindliche Sklavengaleere für ihn erbeutete. Aber man ließ ihn nicht frei. Er ist gehängt worden. Als er britischen Boden betrat, hat man ihn festgenommen, in den Kerker geworfen und ohne Gerichtsverhandlung gehängt. Er wurde verraten, Imogen. Und deshalb liegt er hier auf unserem Friedhof. Er hat das Grab aufgebrochen. Die Leiche ist verschwunden. Sie wollten mich sprechen? Ja. Imogen ist hier. Sie wartet drinnen auf Sie. Sie hat Ihnen etwas zu berichten. Was ist Imogen? Mein Vater war Captain Clegg. Ja, das weiß ich. Das weißt du, Harry? Der Vikar hat es mir gesagt. Schon vor langer Zeit. Er bat mich, es nicht zu verraten. Und du bist trotzdem bei mir geblieben? Oh, Harry. Möchten Sie jetzt Ihre Braut zum Gasthof zurückbegleiten, Harry? Ja. Danke, Sir. Was hast du, Imogen? Ich kann nicht in den Gasthof zurückkehren. Es geht nicht.
Warum? Mr. Resch. Was ist mit Mr. Resch? Er hatte viel getrunken. Er kam in mein Zimmer. Oh, Harry! Ach, der junge Squire. Wenn Sie Imogen noch einmal zu nahe treten, Mr. Resch, bringe ich Sie um. Schmerzt Ihr Arm noch? Hörten Sie, was ich sagte? Was wollen Sie von mir? Ich habe etwas gesagt, antworten Sie. Schon gut, ich antworte gleich, mein junger Freund. Auf meinen Mündel haben Sie es abgesehen, das ist zu verstehen. Aber keine Angst, unsere kleine Imogen verteilt Ihre Gunst freigebig. Nehmen Sie ihm das Messer ab, Basil. Bringt sie auseinander. Steckt seinen Kopf ins Wasser, damit er wieder nüchtern wird. Raus mit dir, Captain! Sehen Sie sich seinen Arm an! Sehen Sie sich seinen Arm an! Sie werden staunen! Würden Sie bitte Ihren Arm frei machen. Hey! Eine Schnittwunde? Ganz recht, Captain. Beim Rasieren. Ich schoss heute Nacht auf eine Vogelscheuche. Habe ich Sie etwa getroffen? Ach, Unsinn, Captain. Ich bitte Sie. Sehe ich denn wie eine Vogelscheuche aus? Bringt ihn da rein und lehrt ihn, mich nicht zu belügen. Trinken Sie was? Hier. So, vielleicht wollen Sie mir jetzt verraten, woher Sie die Wunde haben. Ich denke nicht dran. Halt, Basen! Die Leute schlagen gerne zu, also reden Sie lieber. Sie können mit mir machen, was Sie wollen, ich schweige. Ja, das glaube ich beinahe auch. Er wird uns als Geisel nützlicher sein. Bringen Sie ihn mit ein paar Männern zum Schiff, da haben wir ihn in Sicherheit. Na, haben Sie das Bad genossen, Mr. Ash? Einen Moment, Mr. Ash. Woher wussten Sie von seiner Verwundung? Habe ich nicht recht gehabt? Ja, aber woher wussten Sie davon? Captain, ich habe hier etwas, was Sie interessieren wird. Ich gebe es Ihnen, wenn Sie mich freilassen. Was ist das? Ich werde als Kronzeuge auftreten, wenn Sie mich... Steh auf! Darauf sind Sie wohl sehr stolz. Auf Schiff mit ihm! Der ist fertig. Lassen Sie ihn bewachen, bis er wieder zu sich kommt. Was suchen Sie hier? Sie haben alles rausgekriegt, Mix. Wir müssen so schnell wie möglich verschwinden, sonst verhaftet man uns. Sie und mich, Mix. Wer soll uns verhaften? Captain Collier. Er weiß alles über die Vogelscheuche. Was weiß er? Sie haben Harry verhaftet. Er wird Ihnen alles verraten. Harry? Wo ist er denn jetzt? Die Leute sollen ihn zum Schiff bringen. Bleiben Sie hier, Mr. Ash. Ich hole den Vikar. Darauf kann ich nicht warten. Der kann uns jetzt auch nicht mehr helfen. Mr. Mips, Sie haben Harry verhaftet. Thank you.
Pass auf, was ist das? Passen Sie auf, dass alle zusammenbleiben. Geht zurück! Los! Alles zurück! Los! Los! Halt ihn fest! Hab ihn schon! Los, du Idiot! Holt der Kerl! Kopf! Halt dich fest! Achtung, ich komme hinter uns her! Mir fehlt nichts. Hören Sie, wir müssen uns beeilen. Kolja weiß zu viel. Müssen wir alles aufgeben? Ja. Harry, Imogens Glück ist mir das Wichtigste auf der Welt. Ich werde erst Ruhe haben, wenn Sie mit ihr fort sind, bevor es zu spät ist. Wir sollen fort? Dort ist Wasser und Handtuch. Waschen Sie sich. Aber Sir, beeilen Imogen. Sie sich. Imogen, schnell! Warten Sie hier auf mich. Jetzt da. Harry! Ja? Warum haben das Sie... Das werden Sie gleich erfahren. Kommen Sie, Harry, schnell! Mips, besorgen Sie mir zwei Pferde. Sehen Sie doch, Harry. Imogen. Liebe Freunde, wir stehen hier vereint und schauen auf zu Gott und flehen ihn um seinen Segen an. Um seinen Segen für diesen Mann und dieses Mädchen, die ich heute zusammengebe. Ihn zu lieben, ihn zu ehren und ihm zu gehorchen. Bis dass der Tod uns scheidet. Bis dass der Tod uns scheidet. Und hiermit... Und hiermit... Gelobe ich dir ewige Treue. Gelobe ich dir ewige Treue. Mit diesem Ring sind wir verbunden, bin ich dein Schutz und Hort. Ich verspreche dir, dich zu ehren und zu lieben und dich glücklich zu machen. Wir haben gehört, dass Harry und Imogen bereit sind, den heiligen Bund der Ehe miteinander zu schließen. Sie haben sich vor uns und dem Herrn ewige Treue gelobt. Und nachdem ihr die Ringe gewechselt und die Hände ineinander gelegt habt, gebe ich euch zusammen und erkläre euch feierlich im Namen des Herrn als Mann und Frau. Gott beschütze Sie. Sorge gut für Sie, Harry. Liebe Imogen, ich wünsche dir viel Glück. Alle Mann auf Ihre Posten. Vier Mann dahin, vier Mann nach drüben und drei Mann an den Ausgang. Wo ist Mr. Bliss? Draußen sind Pferde für euch. Ich kann Sie doch nicht im Stich lassen. Ich kann für mich selber sorgen. Geh! Das letzte Mal habe ich ihn gesehen. Ich weiß nicht, es war etwa 10 Uhr. Womöglich war es auch gegen 11. Oder vielleicht, ich glaube, es wird halb 11 gewesen. Schon gut, Mr. Mips, ich danke Ihnen. Kann ich etwas für Sie tun? Ich habe den Auftrag, Sie zu verhaften. Woraufhin denn? Ohne Haftbefehl oder haben Sie einen ausgestellt? Zwei? Nein, ich wüsste nicht, weshalb. Captain, wenn Sie mich über Ihr merkwürdiges Verhalten nicht bald aufklären, muss ich mich hörenorts beschweren. Mr. Bliss, beantworten Sie mir folgende Fragen. Hier vor Squire Cuptrack, dann haben Sie Ihre Erklärung und ich meinen Haftbefehl. Im Hinblick auf Ihre Kleidung und diesen Ort ist es wohl selbstverständlich, dass Sie die Wahrheit sagen. Ich bin bereit. Seit wann sind Sie Vikar in dieser Gemeinde? Seit 10 Jahren. Und was waren Sie, bevor Sie herkamen? Ein junger Mann. Ich verlange eine Antwort. Ich habe Ihnen eine gegeben. Antworten Sie jetzt vernünftig oder nicht?
Aber gern. Nur gibt es vieles über mein Leben zu berichten und es wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Ich muss dir doch sagen, dass ich nichts lieber tue, als über meine Erlebnisse sprechen. Und wenn Sie sich die Zeit nehmen wollen, wird es mir ein Vergnügen sein. Aber ich habe nicht so viel Zeit. Wir sprechen uns morgen früh. Ich glaube, es wird nicht so lange dauern. Mr. Bliss. Sie kannten also Captain Clegg. Das stimmt doch. Das scheint zu stimmen, da ich es Ihnen bereits gesagt habe. Sie waren mit ihm befreundet? Befreundet ist übertrieben. Es geht eine Geschichte um, dass Cleggs Frau von einem Mulatten überfallen wurde und bei der Geburt seiner Tochter starb. Ja, das ist wahr. Und Clegg soll diesen Mulatten auf einer einsamen Insel ausgesetzt haben. Und als wir auf diese Insel kamen, haben wir den Mulatten befreit. Halten Sie es für möglich, dass der Mann Clegg wiedererkennen würde? Das wäre nicht erstaunlich. Halten Sie es für wahrscheinlich, dass er den Wunsch hätte, sich an Clegg zu rächen, wenn er noch lebte? Möglich. Sie sind ihm doch gestern begegnet. Sie haben bestimmt nicht vergessen, wie er sich aufführte, als er Sie sah. Er stürzte sich auf Sie. Warum? Weil er Sie wiedererkannte, Captain Clegg. Clegg wurde gehängt? Er ist doch hier beerdigt. Er wurde nie begraben, weil er nie starb. Hier draußen im Grab liegt niemand. Er wurde gehängt, ja. Hier, sehen Sie. Was? Nicht zu fassen. Ihre Verkleidung war sehr klug gewählt, aber Sie haben trotzdem Pech gehabt. Captain Clegg, ich verhafte Sie im Namen des Königs. Passen? Zu Befehl, Sir. Wartet! Sie hatten recht, Captain Collier. Clegg wurde gehängt, die Schlinge wurde um seinen Hals gelegt und die Falltür geöffnet. Aber er hatte viele Freunde. Auch der Henker war eingeweiht und half ihm. So ist er entkommen. Aber wer einmal zum Tode verurteilt wurde, wandelt sich, weil er der Ewigkeit ins Antlitz gesehen hat. Und wahrlich, seit diesem Tag ist der alte Clegg tot. Und was der neue Clegg getan hat, wisst ihr alle. Ich fand bittere Armut hier in diesem Dorf. Verzweiflung. Als Folge von zu harten Gesetzen und zu hohen Steuern. Die kleinsten Annehmlichkeiten des Lebens wurden euch verweigert. Ich habe es auf mich genommen, euer Elend zu lindern. Und die Steuereinnehmer zu betrügen. Aber nur, weil ich euch helfen wollte. Festnehmen! Lasst sie zufrieden! Können Sie aufstehen? Kommen Sie, ich helfe Ihnen! Kommt alle weg! Geschafft. Hier findet uns keiner. Vorsicht, ich stütze Sie. Noch sind wir nicht verloren.